Hallo zusammen, ich hoffe, ihr hattet bisher einen wunderschönen Sonntag und hier ist nun die Vorschau für die nächste Woche. Viel Spaß dabei! Die Woche beginnt mit dem wohl längsten Schreibtagebuch aller Zeiten, aber es passiert im Moment auch einfach unglaublich viel. Da kommt man gerade nach Hause. Ich frag mich bitte nicht, was ich jetzt hier mache. Ich bin ein bisschen verrenkt. Und finde sofort eine Mail von der Illustratorin, die sich bereits Ideen fürs Cover im Kopf, die bereits Ideen fürs Cover im Kopf hat für Adventskalender. Am Dienstag seht ihr das Ergebnis vom 12. Weiterlesen, ja oder nein? Das war diesmal sehr spannend, finde ich, weil ich diesmal keine Ahnung hatte, was bleibt nicht. Und ich habe mich teilweise wirklich total verschätzt. Zum Beispiel am Mittwoch seht ihr meine Subleichen für Februar 2019. Ja, für Februar sind wieder ein paar Subleichen hier und die halt schon 10 Jahre hier rumsuppen. Und ich muss aber anmerken, ich habe ja alle Blogposts durchgeforstet und es waren viel, viel mehr Bücher, die eingezogen sind, die auch schon teilweise entweder gelesen oder auch aussortiert wurden. Sonst wäre der Stopp. Am Donnerstag geht es direkt weiter mit dem nächsten Weiterlesen, ja oder nein, und ich zeige euch die entsprechenden Bücher dafür. So, fangen wir einfach mal an. Diesmal sind es 6 Bücher, denn wer mein Subleichen-Video gesehen hat, weiß, dass da noch ein Buch dazugekommen ist und zwar gerade. Ja, wundert euch nicht, diesen Ausschnitt habt ihr in der letzten Woche im Vorschau schon einmal gesehen. Ich habe euch ein bisschen was unterschlagen und deswegen gibt es das diesmal. Ansonsten hat der Vlog leider noch gar keinen Titel, weil ich habe noch nicht viel gefilmt. Zu guter Letzt zeige ich euch am Samstag mal wieder ein paar signierte Bücher. Und über die ich mich alle sehr, sehr freue und auf die ich sehr gespannt bin, beziehungsweise eins davon habe ich sogar schon gelesen. Auf die restlichen bin ich sehr gespannt. Das war sie wieder, die Wochenvorschau. Ich hoffe, es ist was für euch dabei und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die kommende Woche. Bis dann, bye bye.